Hallo und herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach dem vierten DEL-Playoff-Halbfinalspiel zwischen den Augsburger Panthern und den Grizzly Adams Wolfsburg. Endstand am Schluss 3:2. Nach dem Spiel sind wie immer beide Coaches bei mir. Für die Grizzly Adams ist das Toni Grinner, für die Augsburger Panther ist das Larry Mitchell. Das erste Wort haben die Gäste. Herr Grinner, Ihr Statement zum Spiel bitte. Ja, einen schönen guten Abend. Ist für uns natürlich bitter und auch enttäuschend. Wir sind enttäuscht, dass wir ausgeschieden sind. Ich gratuliere den Panthern zum verdienten Finaleinzug. Wer in 4 Spiele 3-mal gewinnt, der hat es verdient. Wir haben uns das Leben selbst schwer gemacht, indem wir das erste Spiel aus der Hand gegeben haben und nicht so gut gespielt haben, was notwendig gewesen wäre, wie im Spiel 2, 3 und auch heute. Das war der Knackpunkt in der Serie, das Spiel 1. Und somit sind wir ja, auf eine bittere Weise ausgeschieden. Bitter aus dem Grund, weil wir alles versucht haben nochmal, weil wir alles gegeben haben, aber gegen auch eine aufopferungsvolle Augsburger Mannschaft uns dann in den Momenten nicht mehr zu den Toren so durchringen konnten, wie es im Heimspiel war, am Mittwoch. Ja, für uns ist die Saison leider vorbei. Das ist enttäuschend, wir hätten gerne noch weitergespielt. Nochmal Gratulation an die Augsburger. Und ich bitte Sie, wenn Sie Fragen haben, dann fragen Sie mich, was das Spiel betrifft, was den sportlichen Bereich betrifft. Andere Fragen werde ich nicht beantworten jetzt. Danke, Toni Grinner. Kommen wir zu Larry Mitchell. Dein Statement zum Spiel, bitte. Ja, guten Abend. Ich fange an, mein Kompliment an die Wolfsburger auszurichten. Charlie Fliegauf hat eine super Mannschaft zusammengestellt. Die waren zu Recht auf dem dritten Tabellenplatz gestanden, was in dieser starken Liga nicht selbstverständlich ist. An die zwei Trainer, die vieles erreicht haben diese Saison in Wolfsburg. Und man hat gesehen, dass außer das Spiel, was wir verloren haben, wo die Wolfsburger uns überlegen waren, es war eine sehr enge Serie. Letztes Jahr hatten wir 3-1 verloren und dieses Jahr haben wir es umdrehen können. Natürlich spare ich nicht meine Komplimente an meine Jungs. Die haben in jedem Spiel alles gegeben, trotz der Wolfsburger Führung nach dem ersten Drittel, wo wir Überzahlchancen gehabt haben. Ich denke, wir haben die Scheibe sehr gut laufen lassen und haben es versäumt, einen Tor zu schießen. Aber hier auch möchte ich Jochen Reimer meinen Respekt zollen. Der hat alles gehalten und das braucht man in die Playoffs, um zu gewinnen. Gott sei Dank haben wir auch einen Dennis Andras, der manchmal die unmögliche Schüsse hält. Und durch das, dass wir dabei geblieben sind, vor allem in Überzahl, und die Scheibe zum Tor gebracht haben, da steht immer der Chris Collins an der richtigen Stelle und fällt die Scheibe ab. Und da könnte natürlich Jochen Reimer nichts machen. Und mit dieser 3-1-Führung wusste jeder einzelne Spieler an unserer Spielerbank, dass das Spiel nicht zu Ende ist. Das haben die Wolfsburger nochmal gezeigt durch diesen Tor von Kai Hasbalt. Und irgendwo dazwischen hat Dennis eine von diesen unmöglichen Schüsse gehalten und das hat uns ja wirklich noch mehr Selbstvertrauen gegeben. Und ich bin einfach stolz auf jeden einzelnen Spieler, dass wir diese 3:2 gehalten haben. Und natürlich freue ich mich, jetzt einen Tag frei zu haben und dann auf die Hannover Scorpions freue ich mich auch. Danke, Larry Mitchell. Gibt es denn Fragen an die beiden Coaches von den Kollegen der Presse? Darf ich irgendwie einmal das 1:1 von Christian Chartier kurz auf der Blende nochmal einen Schub für deine Mannschaft? Die Frage, inwiefern das 1:1 ein Schub für die Mannschaft war? Das hat der Chris Collins, glaube ich, meiner Meinung nach abgefälscht. Das hat der Chris Collins auch gesagt. Und natürlich gibt sowas einen Schub. Ich meine, es ist mir für einen kurzen Moment durch den Kopf gegangen, dass wir letztes Jahr in die Playoffs 0:1 gegen Wolfsburg verloren haben. Und was ist, wenn man gut spielt und die Scheibe trotzdem nicht reingeht, dann
ja, gewinnt man auch keinen Blumentopf. Und natürlich, wo die Scheibe dann reingegangen ist, das hat uns sicherlich noch mehr Selbstvertrauen gegeben. Gibt es weitere Fragen? Eine Prognose fürs Finale von Toni Grinner? Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mich da jetzt halt überhaupt nicht beschäftigt, wer was macht oder wie Hannover drauf ist. Wir haben in der Serie selbst gespielt, ich habe das nicht verfolgt und ich kann da auch keine Prognose abgeben. Ich denke, dass vielleicht, wenn sie auf der Hut sind, die Scorpions, mit dem Heimvorteil einen kleinen Vorteil haben, wenn sie es besser anstellen wie wir, dass du nicht gleich das erste Spiel abgibst. Ansonsten kann ich da nichts vorhersagen. Weitere Fragen, ja? Vor 5 Jahren hast du schon mal als Trainer gegen Hannover ein Finale gespielt, hast den Aufstieg geschafft in die zweite Liga. Inwiefern ist das ein gutes Omen? Wie oft denkst du jetzt gerade in diesen Tagen dann noch weiter rein? Die Frage an Larry Mitchell, ob es ein gutes Omen ist, dass er Hannover schon mal besiegt hat in den Playoff-Endspielen? Ja gut, die Hannover Scorpions und die Hannover Indians hassen sich, glaube ich, wie die Pest, und deswegen dürfte man keine Vergleiche hier ziehen. Das einzige Vergleich, was ich erwähnen möchte, ist, dass damals der Torwart hieß Dennis Andreas und er hat beim letzten Spiel 5 Penalties gehalten. Wir wissen, dass das nicht wiederholt wird, weil Gott sei Dank gibt es diese Penalty-Geschichte nicht mehr. Aber uns ist es bewusst, wer Favorit ist, die Hannoveraner. Waren auf dem 4. Tabellenplatz gestanden nach einem Start, der nicht nach ihr Wunsch war. Und die spielen seit Monaten gutes Eishockey. Aber diese Außenseiterrolle liegt uns anscheinend und chancenlos sind wir sicherlich nicht. Ja, Steffen Tölzer war auch dabei. Ja. Tölzer war auch dann als Viertel in seinem Spiel auch dabei, ja, stimmt. Wenn Larry die Serie Revue passieren lässt, was sind die wichtigsten Gründe fürs Weiterkommen? Ja, ich denke, wie der Toni erwähnt hat, wenn man auswärts das erste Spiel für sich entscheiden kann, gibt es nicht nur den logischen Vorsprung, aber auch ein Selbstvertrauen, dass man, ich sag mal, wieder mal auswärts in der Lage ist zu gewinnen. Das hat uns die Serie in Berlin oder gegen Berlin für uns entschieden, dass wir auswärts 2-mal gewonnen haben. Und ich denke, das hat es uns viel Selbstvertrauen gegeben. Was spielerisch angeht, ich denke, wir haben im richtigen Moment die Tore geschossen. Und das ist natürlich unheimlich wichtig, wenn die Wolfsburger Druck machen, so wie sie gemacht haben, und kein Tor schießen und wir dann im richtigen Moment vor allem in Überzahl ein Tor schießen, dann war das sicherlich ausschlaggebend. Haben wir noch eine Frage? Trotz allem eine Frage, ich weiß nicht, ob du darauf antwortest, aber bei aller persönlichen Nicht-Freundschaft, die zwischen euch besteht, wäre es nicht unter Fairness gewesen, zu gratulieren, zumindest zu gratulieren? Die Frage an Toni Grinner, ob es nicht fair gewesen wäre, dem Gewinner persönlich zu gratulieren? Ja, ich habe es ja gerade gesagt, dass ich auf sportliche Fragen antworten werde. Alles andere ist vielleicht mit Emotionen jetzt auch nicht angebracht. Und damit, glaube ich, ist die Frage auch für alle beantwortet. Haben wir sonst noch Fragen? Toni, werden Sie die Finalserie mitverfolgen jetzt, weil ja Ihr künftiger Verein da eben dabei ist? Die Frage an Toni Grinner, ob er die Finalserie verfolgen wird, da sein künftiger Verein da spielt? Ja klar, wer das verfolgen ist, klar. Bleibt, wenn man sich für das interessiert, für einen neuen Arbeitgeber, klar, wird man das anschauen. Wenn keine Fragen mehr über sind, dann bedanken wir uns bei den beiden Coaches, den Wolfsburgern dennoch einen guten Nachhauseweg. Und wir sehen uns wieder nächsten Dienstag in Hannover und dann am Freitag im ersten Heimspiel um die Deutsche Eishockeymeisterschaft. Bis dahin eine gute Zeit.